Willkommen, willkommen zu einem Spiel, das so willkürlich ist, dass selbst der Zufall vor Neid erblasst. Wir müssen mittels Quicktime-Events und Entscheidungen unsere Charaktere irgendwie am Leben halten. Jedes verpasste Quicktime-Event könnte das Ende des eigenen oder das eines anderen Charakters bedeuten. Gleichermaßen können Entscheidungen uns direkt in den Tod geleiten, die Beziehungen zwischen den Charakteren maßgeblich beeinflussen und daraufhin langfristig tragreiche Folgen haben, wie beispielsweise den Tod. Und hey, wenn du ein Gebiet nicht zu Genüge erkundest und diesen einen wichtigen Gegenstand übersiehst, was glaubst du, was daraufhin passieren könnte? Tod. Es ist der Tod. Ob ich es schaffe, alle lebendig... Komm, sind wir mal ehrlich. Ob ich es schaffe, überhaupt wen lebendig durch diese Willkür eines Schmetterling-Effektes in Videospielform zu bringen, werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Willkommen zu House of Ashes. Um es zunächst simpel zu halten und weil ich ein faules Stück Scheiße bin, verschone ich euch mal mit genauen Orts- und Zeitangaben. Wichtig ist nur zu wissen, dass wir uns 1-2000er vor Christi in einer Art Tempel befinden, dessen Prachtstück eine sehr eindrucksvolle Statue seines labilen Herrschers ist. Obwohl der Bartschmuck der Statue nicht mit dem des Herrschers übereinstimmt, was etwas komisch ist, weil es mir schon wie ein wichtiges Designelement seines Äußeren wirkt, aber eventuell ist das auch so ein Generation-Ding und das Teil gehört eigentlich seinem Daddy oder so. Ich hänge mich aber schon wieder an viel zu unwichtigen und nie erklärten Details auf. Eine Sonnenfinsternis zieht allmählich auf und verdunkelt den Tempel. Ein Krieg vor den Toren ist bei weitem nicht die einzige oder gar größte Gefahr, denn aufgeweckt von den Tumulten oben lauert irgendetwas unterhalb des Tempels. Kurum, ein Kriegsgefangener im Inneren des Tempels, schafft es durch schieren argumentativen Skill aus seiner Zelle raus und schwingt sich direkt mal rein in die königlichen Hallen, doch erblickt dort nichts als den Tod. Obwohl der Krieg draußen noch immer tobt und niemand von außen in den Tempel eingedrungen ist, hat irgendjemand oder irgendetwas hier sein Unwesen getrieben. Gejagt von einer versteckten Kamera eilt ein General des Tempels namens Balatu hinein und verschließt die Türen hinter sich. Die beiden sind aufgrund der ganzen Kriegsgefangenen-Thematik und den damit verbundenen vergangenen Ereignissen nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen, entscheiden sich aber recht schnell dazu, sich zunächst zu verbünden, um der Kreatur, die hier herumschlawinert, zu entkommen. Hinab und hinein geht es in die Grabkammer, da sich laut Balatu hier irgendwo ein Weg nach draußen befinden soll. Uns klingt ein Helm entgegen, was House of Ashes direkt mal dazu verleitet, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass es in der Tat kein Film, sondern ein Spiel ist und mich mal mitmachen lässt. Im Rhythmus des Herzschlages drücke ich meine Maustaste rein, frage mich dabei aber die ganze Zeit, was denn dieses ganz ruhig ist, da sich dabei wohl die zu drückende Taste ändert. Finde ich persönlich eine wichtige Info, aber weitere Erklärungen sucht man hier leider vergebens. Dieses Quicktime-Event abgeschlossen, wagen wir einen Blick um die Ecke und erblicken eine Ratte. Uns warum auch immer einig, dass das hier von einer Ratte verursacht wurde, ergreifen wir die Kontrolle über den General und erkunden unsere Umgebung für circa 10 Sekunden. Denn nun wirft mir das Spiel seine nächste wichtige Gameplay-Mechanik entgegen. Entscheidungen. Kurum fragt uns, wie wir hier lebendig rauskommen wollen. Uns stehen bei solchen Entscheidungsspielchen meistens drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, bei welcher manchmal auch nichts sagen die ist, die uns letztendlich am Leben hält. Aber in dieser Situation empfand ich es als das Beste, sich erstmal zu verbünden. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Auf süß nochmal den Unterarm geschüttelt, wandern wir weiter durch die endlosen Gänge dieses Tempels. Vorbei an einer Vielzahl dieser Pimmelschlangen-Statuen. Ich bin Mitte 20. Aber auf einmal sehen wir bedrohlich aussehende Griffel vor uns erscheinen, die sich anscheinend, ihres dramatischen Auftretens bewusst, extrem langsam nach vorne schieben. Ich mag ja den Gesichtsausdruck von Balatu hier. Also wirklich jetzt. Es ist so eine subtile und doch sehr stark sichtbare Reaktion des Schocks und der Unglaubwürdigkeit. Kein übertriebenes Schreien, keine überzogene Gesichtskirmes, nein, einfach authentisch wirkender Schock, der den Horror und die Angst, die auch den Spieler erfüllen soll, wirklich gut rüberbringt. Und nein, ich weiß nicht, was der da über sein Bart kleben hat. Ich denke mal, das ist eine Art Rüstung und oder Statussymbol seines Ranges. Oder der Boy hat einfach diesen anderen Drip, aber hey, ich finde, es steht ihm. Lauf. Und so laufen wir. Begleitet von einem Button-Smash-Quicktime-Event rennen wir um unser Leben. Eine verschlossene Tür stoppt die Workout-Session jedoch recht schnell wieder und eine neue Entscheidung offenbart sich. Kämpfen wir gemeinsam gegen das Viech oder ditchen wir den ehemaligen Kriegsgefangenen, um unsere eigene Haut zu retten? Die einzige richtige Wahl ist hier natürlich, gemeinsam zu kämpfen. Gemeinsam könnten wir es schaffen. Gemeinsam könnten wir dieses Wesen bezwingen. Gemeinsam könnten wir überleben. Gemeinsam könnten... Ich lasse ihn also zum Sterben zurück und breche die Tür auf. Wieso auch immer das vorher keine Option war. Und hey, kommt schon, ich denke nicht, dass er es mir Kurum nehmen wird.
Tja, Balatu stirbt ebenfalls. Wir hatten zuvor noch eine dieser Vorhersehungstafeln gefunden, die uns mögliche zukünftige Ereignisse zeigen, in dem Kurum anscheinend rauskrabbelt. Aber hier ist, denke ich, ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass es komplett egal ist, wie man sich hier entscheidet. Beide waren so oder so dem Tode geweiht, weil es sich hierbei nur um das Intro vom Spiel gehandelt hat. Ja, scheiße, wird wohl etwas länger, das Video, wa? Ein ebenso guter Zeitpunkt ist es, denke ich, hier und jetzt den Sponsor des heutigen Videos zu erwähnen. Honkai Star Rail. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. So ein kostenloses Game und dann gibt es das auch noch als Handy-Version. Und ja, same. Ging mir auch so. Als jemand, der eine sehr große Leidenschaft für Videospiele hat und dessen Kanal sich fast ausschließlich um Videospiele dreht, werde ich natürlich zugeschmissen mit Kooperationsangeboten zu solchen Spielen. Ich verschwende sehr viel Zeit damit, mir die Angebote und Spiele anzuschauen, doch am Ende sage ich eigentlich überall ab. Bin da einfach ein bisschen picky. Und so habe ich auch bei Honkai Star Rail reingeschaut, mit dem Hintergedanken, dass es mir eh nicht gefallen wird und dass ich das Sponsoring ablehnen werde. Und hab mich geirrt. Das Spiel macht tatsächlich echt viel Spaß. Es ist definitiv nicht für jeden was. Honkai Star Rail gibt sich aber sehr viel Mühe, dich visuell zu beeindrucken und in seinen Sog zu ziehen. Genau das versuchen auch sehr viele andere dieser kostenlosen Spiele, aber als Free-to-Play-Spieler durch und durch höre ich meistens sehr schnell wieder auf, wenn mir die Monetarisierung zu aggressiv wird oder es keine Möglichkeit mehr der zeiteffizienten Progression gibt, ohne das Kleingeld rauszuholen. Und auch hier hat mich Honkai Star Rail echt positiv überrascht und hat wirklich unfassbar viel Inhalt zu bieten, den man ganz zwanglos kostenlos genießen kann. Ich zocke aktuell die Hauptstory durch, die durchweg recht interessant ist, sich aber selber nicht so wirklich ernst nimmt, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich kratze mit meinen 6 Stunden Spielzeit aber auch gerade mal im ersten Drittel der besagten Story. Das Gameplay selber war mir zunächst viel zu simpel, aber boy, zieht der Schwierigkeitsgrad an. Sobald man mehr Charaktere freischaltet, sich Gedanken um Kombos, Gegnertypen, Schwächen und seine generelle Teamzusammenstellung macht, nimmt das Spiel richtig Fahrt auf. Es hat durchaus was sehr Strategisches, ohne dich mit zu vielen Komponenten zu überfordern. Die rundenbasierten Kämpfe gefallen bestimmt nicht jeden, aber wenn euch wie mir einer darauf abgeht, sich die perfekte Kombo zurechtzulegen und sich danach unglaublich schlau zu fühlen, dann kann ich euch Honkai Star Rail nur empfehlen. Ich geier gerade auf den neuen Charakter Dr. Ratio, nicht weil ich auch nur im Ansatz ein Verständnis für seine Fähigkeiten entwickelt habe oder überhaupt weiß, ob er gut in mein Team passt, sondern come on, er heißt Dr. Ratio. Den Boy muss ich haben. Wenn ihr da mal kostenlos reinschnuppern wollt und euch direkt zu Beginn einen kleinen Bonus in Form von 50 stellaren Jaden gönnen wollt, dann holt euch das Spiel doch gerne über den Link in der Beschreibung. Ich küsse eure Seele und rein geht's wieder ins eigentliche Video. Irak 2003. Nein, das blende nicht ich hier ein, das ist vom Spiel selber. Bisschen low budget, aber fokussieren wir uns mal auf das Wichtigste und zwar die Charaktere. Denn nun treffen wir nach und nach die Helden, dessen Perspektive wir im Wechsel übernehmen und für dessen Leben wir fortlaufend verantwortlich sein werden. Braucht euch jetzt aber nicht allzu sehr Mühe zu geben, euch die Gesichter oder Namen zu merken, weil die ersten beiden sind Jason Kolchek. Und Eric King, Colonel und Commander des bald folgenden Einsatztrupps. Boah, macht die mich aggressiv, wie die Alte da im Hintergrund ihr Kaugummi kaut. Jason fordert den Colonel nun auf, die Dame vorzustellen. Da sie ihr gigantisches Mundwerk schon beim Kaugummikauen offenbart hatte, ließ sich Eric schweigen, da sie es doch stattdessen mal dazu benutzen könnte, diese Vorstellung selber zu übernehmen. Was sie auch tat. Darf ich vorstellen, Dr. Clarice Strokes. Da wir keine Slow-Motion-Einleitung mit seinem Namen bekommen, ist sie für die weiterführende Story wohl kein spielbarer Charakter. Und wer diese Art von Spiele kennt, weiß genau, dass alle nicht spielbaren Charaktere eigentlich nur Kanonenfutter sind. Machen wir weiter in unserer Vorstellungsrunde mit Rachel King, die nur noch auf dem Papier Frau von Eric King. Und wenn sie euch irgendwie bekannt vorkommt, yo, das ist Ashley Tisdale. Kein Plan, was sie neben Motion Capturing für Videospiele heutzutage so macht. Ich persönlich kenne sie nur aus Hotel Zack & Cody oder vielleicht auch aus High School Musical. War die da drin? Als nächstes hätten wir Nick Kay, der Geliebte von Rachel King. Wir haben nun bereits 4 der 5 spielbaren Charaktere abgefrühstückt. Den letzten lernen wir gleich noch kennen, aber zunächst finden wir uns im Stützpunkt zusammen, um unsere kommende Mission zu besprechen. Weil ich es immer noch simpel halten will, lassen wir Details mal außen vor. Wichtig ist nur, dass sich unsere Truppe US-Soldaten zu einem Ort aufmacht, wo sich eventuell Massenvernichtungswaffen des Feindes befinden. Unser Technikman Mervin, der gerade unsere Kletterausrüstung überprüft, mit lediglich seinen Augen, fragt uns, wieso wir die überhaupt mitnehmen müssen. Wir sagen ihm, dass wir aufgrund von Scans eine unterirdische und eventuell noch nicht fertiggestellte Anlage vermuten und dementsprechend klettern müssen. Seine Erwiderung? Kletterausrüstung. Typisch Bürokrat. Was? Abgesehen davon, dass ich weder verstehe, was das mit Bürokratie zu tun hat, noch weswegen er sich darüber aufregt, eine mitzunehmen, stimme ich ihm zu, dass man zum Klettern nicht unbedingt eine Kletterausrüstung braucht. Man braucht ja auch zum Fallschirmspringen nicht unbedingt einen Fallschirm. Man braucht nur einen, wenn man es danach nochmal machen will. Also nimm einfach die scheiß Ausrüstung mit, Mervin. Kommen wir zum letzten spielbaren Charakter, Salim, ein irakischer Soldat. Er hat keinen Bock auf den Krieg und will eigentlich nur nach Hause zu seinem Sohn. Und viel mehr gibt es auch aktuell nicht zu ihm zu sagen. Wir werden ihm noch alsbald begegnen. Also erstmal zurück zu
unseren US-Truppen, die beim Zielort angekommen sind und nach meiner Entscheidung hier nicht direkt auf alles und jeden zu schießen, das Gebäude entsprechend ohne Verletzte übernehmen. Wusstet ihr, dass diese Handhaltung beim Stürmen auch Death Grip aka Todesgriff genannt wird? Der Soldat hinten hält eine Hand auf dem Schulterblatt des Vordermanns, damit der Kollege, sollte er beim Eindringen getötet werden, nicht auf ihn fällt. Und wusstet ihr auch, dass ich mir das gerade nur ausgedacht habe? Seid vorsichtig mit Infos im Internet, die euch ohne Quellen irgendwas erzählen. Eigentlich dient diese Handhaltung dazu, dem Vordermann zu vermitteln, dass jemand hinter ihm ist und sein Rücken entsprechend gedeckt ist. Und ja, auch das habe ich mir gerade ausgedacht. Nach einer kurzen Befragung der Hauseigentümer, die wohl Drogenhändler sind, wissen wir immer noch nicht, wo sich der Eingang zum Waffendepot befindet und zweifeln auch langsam daran, dass hier überhaupt irgendetwas dergleichen zu finden ist. Wir schlüpfen in die militärischen Treter von Jason und wandern ein wenig umher und schnell wird klar, wir finden nichts, bis auf dieses Pfeifgeräusch. Ob drinnen, ob draußen, ob mitten in Cutscenes. Hier ist gar nichts. Es ist überall und macht mich komplett fertig. Und das Beste, es kommt nicht von irgendeiner bestimmten Person oder so. Nee, der Shit ist so allgegenwärtig, weil es hier als Ambient Sound benutzt wird. Es hat also keinen bestimmten Ursprung, sondern dient wie die Musik zur allgemeinen akustischen Untermalung. Danke, wirklich. Tolle Entscheidung, mir in der 5-minütigen Rumwandersequenz ganze 27 Mal das gleiche Gepfeife in den Gehörgang zu pusten. Schnell hat es sich aber ausgepfiffen und wir werden angegriffen. Joey, einer aus unserem Trupp, den wir schon zu Beginn kennengelernt haben, ich in diesem Video aber noch keine Beachtung geschenkt habe, gerät direkt ins Kreuzfeuer. Um ihm zu helfen, müssen wir mein zweitmeist gefürchtetes Quicktime-Event ausführen. Zielen. Mit nur wenigen Sekunden Zeit und einer so unfassbar schwerfälligen Steuerung, dass ich kurz davor war, mir ein größeres Mauspad zu kaufen, muss man immer mal wieder versuchen, das Fadenkreuz auf das richtige Ziel zu lenken und dann abdrücken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was denn mein meistgefürchtetes Quicktime-Event ist, dann kann ich euch eine Antwort darauf geben. Das hier. Wegen genau diesem Quicktime-Event kann man keine Szene entspannt begutachten, sondern umklammert steht seine Maus in der Vorahnung, eine der beiden Tasten jede Sekunde drücken zu müssen. Sorgt einerseits dafür, dass man immer bei der Stange bleibt, andererseits aber auch für eine echt schwitzige Hand. Joey stirbt, ohne dass wir viel dagegen machen können und jetzt kommt noch so eine Szene, die nochmal eine ganz andere Perspektive auf diese Quicktime-Events aufweist. Das Spiel will uns dazu bringen, einen der Drogenhändler abzuschießen und nur dank seinem Humpi-Lumpi-Gang und weil ich bereits einige dieser Spiele gespielt habe, entscheide ich mich ganz bewusst dafür, nichts zu tun. Eine der wohl richtigsten Entscheidungen, die ich in diesem Playthrough getroffen habe. Denn Simsalalim, wer taucht hinter uns auf? Salim, der uns dank dieser Handlung nun deutlich wohliger gesonnen ist, als wenn wir den unbewaffneten Hinkeman abgeschossen hätten. Zu weiteren Verhandlungen kommt es aber nicht, da es unter unseren Füßen anfängt zu wackeln. Risse durchziehen den Boden, Löcher tun sich auf und wir fallen nach und nach in die unbekannte Tiefe. Doch allzu unbekannt ist diese Tiefe gar nicht für uns. Hab hier im Skript lange dramatische Pause stehen. Ich hoffe also, die Pause war euch lang und dramatisch genug, denn jetzt geht es weiter mit Nickelodeon, mit dem wir uns in diesen Untiefen mal auf die Suche nach unseren Kameraden machen. Wir können mit Q unsere Waffe bzw. Lampe heben und senken. Etwas, was sich durch das gesamte Spiel mit allen Charakteren ziehen wird und auch wenn ich euch nur die Story und meine persönlichen Erlebnisse wiedergeben und nicht in eine Review abdriften will, komme ich nicht umher, hier und da mal meine Meinung loszuwerden. So auch hier, denn im Verlauf des Spiels müssen wir immer wieder durch düstere Gänge schlurfen, immer mit dem Prompt vom Spiel dabei, Vorsicht walten zu lassen und uns in Acht zu nehmen vor Gefahren. Doch eigentlich muss man nie vorsichtig sein, sondern latscht lediglich von einem Event zum nächsten. Ohne dass man bis auf eine einzelne Ausnahme ganz am Ende auf irgendetwas achten muss. Geil wäre es doch, wenn Spieler, die die Waffe und oder Lichtquelle zur falschen Zeit oben oder unten haben, durch Angriffe bzw. Gefahren und damit verbundenen zusätzlichen Quicktime-Events bestraft werden. Also ich finde es nice und einen schönen Ansatz in diesem Genre, selber die Kontrolle darüber zu haben, wie viel ich sehen kann und wie sicher ich mich dadurch fühle, aber wieso da aufhören? Wieso diese Mechanik nicht entsprechend ins Gameplay einbinden? Solche Kritikpunkte aber bitte nicht zu ernst nehmen, die werden stets aus der Ignoranz eines Spielers herausgetroffen und berücksichtigen nicht die Ressourcen und Möglichkeiten bei der eigentlichen Entwicklung solcher Spiele. Latscherei zu Ende, erhaschen wir auch einen Blick auf das Gefiech, das uns schon tausende Jahre vor Christi hier unten durch die Gänge gejagt hat. Wieder mit Jason vereint, präsentiert mir das Spiel hier nochmal sehr schön, wie bescheuert die Hutwahl von Nick ist. Bro, die Effektivität deiner Taschenlampe ist dadurch einfach um stolze 40% reduziert, wenn nicht sogar mehr. Fällt dir das nicht auf? Ist es dir egal? Sollte es dir egal sein? Kann es dir unterirdisch überhaupt egal sein? Taschenlampen-Rant mal beiseite, denn Mervin hat sich beim Sturz in Stacheldraht verfangen und ist echt gut am Arsch. Clarice ist an seiner Seite, aber machte bis auf den Mund auf und zu und die Luft hin und her zu bewegen mal wieder nichts Hilfreiches. Sorry, seitdem ich gesehen habe, wie die Kaugummi kaut, habe ich einfach diese innere Wut auf sie.
Wir schneiden Mervyn runter und während wir mit immer mehr Problemen konfrontiert werden und irgendwie einen Weg suchen, mit all dem Shit hier klarzukommen, hat sich zumindest eines meiner persönlichen Probleme von alleine gelöst. Starke emotionale Reichweite, die uns Nicky präsentiert, by the way. Mervyn kurz um die Ecke geschliffen und ihm die Hand auf den Mund gepresst, damit er aufhört zu schreien und dadurch nicht weitere Viecher anlockt, zeigt mir das Spiel, wie heimtückisch es mich dazu bringen will, meine Charaktere umzubringen. Ich sagte ja zu Beginn, dass das Verpassen von Quicktime-Events den Tod bedeuten würde. Ja, nee, auch das Ausführen mancher Quicktime-Events kann genauso zum Tod führen. Es gibt hier drei Quicktime-Events, ich muss das langsamer abkürzen. Es gibt hier drei aufeinanderfolgende Cuties, durch dessen erfolgreiche Absolvierung ich Mervyns Mund zuhalte. Nach den ersten beiden knallt Jason ihm Morphin rein und hätte ich jetzt beim dritten Button Smash Cutie, ey, wo kommt denn das Geräusch immer her? Ebenfalls feuchtfröhlich drauf losgedrückt, wäre er tatsächlich erstickt. Da mich Videospiele über die Jahre gelehrt haben, dass Morphin wohl absolut reinballert, habe ich mich hier tatsächlich richtig entschieden, nicht weiter die Hände drauf zu drücken und Mervyn konnte so überleben. Zumindest fürs Erste. Kurze dramatische Pause später finden wir uns bei einem maximal desorientierten Salim wieder, den wir auch einmal auf eine Erkundungstour schicken. Die langen Kratzer an den Wänden ringsherum sind subtile, aber effektive Methoden, die unmittelbare Gefahr in den Vordergrund zu rücken. Und während wir die Leiche eines Soldaten begutachten, mache ich mir persönlich viel mehr Sorgen um plötzlich auftretende Quicktime-Events. Und ja. Ich sollte recht behalten. Waffe geschnappt, aber in den Händen noch genügend Platz für meine Beine gelassen, eilen wir davon. Auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass verschlossene Türen ein großes Hindernis für diese Kreaturen darstellen, entscheide ich mich im Hinblick darauf, dass Wegrennen eine ebenso aussichtslose Alternative ist, doch dafür die Türen zu schließen. Und bezahle für diese Entscheidung umgehend mit einem Ziel in Schnellzeitereignis. Die erfolgreiche Absolvierung meiner allerliebsten Maus-Reindrück-Events lassen Salim über die Trümmer hüpfen und erneut gejagt von der versteckten Kamera bricht plötzlich ein Fahrzeug über das Vieh herein. Was den inneren Joker von Salim auf den Plan ruft. Lachhaft ist auch das, was Eric und Rachel King Ehe nennen, aber hey, eventuell schweißt sie das Abenteuer hier unten ja wieder zusammen und sie finden beide einen gemeinsamen Weg hier raus. Beim Umherlaufen stolper ich über etwas, was wir schon im Intro einmal kurz gesehen hatten. Tafeln mit Visionen. Die Dinger kann man beim Umsehen immer mal wieder finden und zeigen dir, wie schon gesagt, mögliche zukünftige Ereignisse. Eigentlich sollen sie dir helfen, dich möglichst lebensbejahend zu entscheiden, aber sind stellenweise so unfassbar bewusst oder auch unbewusst verwirrend, dass man manchmal aufgrund des Wissens von den Tafeln genau die Entscheidung trifft, die einem den Tod bringt. Einfach weil man etwas anders interpretiert hat. Ähnlich auch bei dieser hier. Wir merken uns, Rachel fällt. Schreit, Bäm, Spieß und Tod. Wunderbar, machen wir erstmal weiter im Text. Denn eine Hangelaktion am Abgrund entlang schreit geradezu nach meiner Aufmerksamkeit. Hier kommt doch sicher irgendein Cutie um die Ecke. Ihr elendigen Entwickler dieses Spiels. Die sich gerade an meiner Hand bildende Krampfader benenne ich auf jeden Fall nach euch. Apropos, achtet mal auf diesen Oberschenkel. Holy, der Prä, der dafür Bild gestanden hat, muss einfach während der Zeichnung den Krampf seines Lebens gehabt haben. Wir finden in den Tiefen des Tempels sehr modern aussehendes Equipment. Lampen, Kabel, Ausrüstung, Dynamit an den Säulen. Das ist wohl genau das Zeug, was von den Scans erfasst und fälschlicherweise für ein geheimes Waffenlager gehalten wurde. Auch ein benzinloser Generator steht hier rum und nach einer kurzen Umschausequenz, in der wir ein paar Niederschriften von Forschern über deren Entdeckung dieses Ortes finden, kommt ein Jumpscare. Solche Erschrecker sind auch das einzige, was dieses Spiel irgendwie gruselig macht. House of Ashes setzt deutlich weniger Wert auf Horror, als man es von dieser Serie gewohnt ist. Hier wird deutlich mehr Fokus auf Atmosphäre und Spannung gelegt, was mir persönlich auch deutlich lieber ist und hier, wie ich finde, sehr gut umgesetzt wird. Weil ich es euch in dieser zusammengequetschten Nacherzählung eines Videos niemals wirklich zeigen kann, lasst mich hier ganz kurz ansprechen, dass das Pacing zwischen Spannung, Action und ruhigen Momenten wirklich sehr gut gelungen ist. Und auch wenn der Horror etwas hinten rüberfällt, durch diese konsequente Anspannung und Warten auf ein eventuell jederzeit aufploppendes Quicktime-Event erwischen diese selten auftauchenden Jumpscares mich jedoch immer wieder echt gut. Den Energy Drink für Mechaniker gefunden, starten wir den Generator und bringen etwas Licht ins Dunkel. Auch ein Tonband hat dadurch seinen Lebenswillen wiedergefunden und spielt uns die letzte Nachricht von einem der Forscher ab, die einigermaßen erdrückend ist. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Nein. Es tut mir leid.
Und jetzt folgt einer dieser ganz, ganz großen Momente dieses Spiels. Und zwar seilt sich ein ebenfalls hier drin gefangener irakischer Captain von oben ab und ballert auf unsere beiden Turteltäubchen. Auf unsere beiden bewaffneten Turteltäubchen. Die haben beide eine Wumme an der Hüfte, rennen aber trotzdem drauf los. Ich meine, ja, ich kann das in Anbetracht des Überraschungsmomentes durchaus verstehen, sich erstmal Deckung zu suchen. Das Problem, was ich dabei habe, die suchen nicht direkt Deckung. Die rennen einfach über den offensten Weg, den sie finden können. Dank Stormtrooper-Aim des Captains schaffen die es sogar, in einen anderen Raum zu fliehen. Nun also außerhalb seiner Sichtweite geflüchtet, nutzen die beiden doch sicher ihre schlagartig verbesserte Situation aus, um den Verfolger umzulegen. Da, Rachel hat sogar mittlerweile ihre Waffe in der Hand, entscheidet sich aber dafür, lieber einen Stein zu werfen, als auf den stillstehenden Dude zu schießen? What the fick? Effizient war der Steinwurf allerdings, das will ich gar nicht abstreiten, denn plötzlich fehlt vor dem Captain jede Spur. Doch eine neue Gefahr offenbart sich sogleich. Rachel ist abgestürzt und wird aktuell nur mittels eines Seiles noch von Eric gehalten. Das Spiel fordert mich nun auf, das Seil zu durchtrennen, da auch Eric Gefahr läuft, mit hinuntergerissen zu werden. Direkt hatte ich diese Vorahnungsszene der Tafel im Kopf. Rachel schreit, fällt und wird aufgespießt. Und ich entscheide mich dagegen, das Seil zu durchtrennen. Eric keucht und stöhnt, er wird sich nicht mehr lange halten können, aber es muss eine Alternative geben, es muss einen Weg geben, hier beide zu retten. So entscheide ich mich also erneut dagegen, das Seil zu durchsäbeln und... Schauen wir uns also die Vision nochmal genauer an. Wir sehen die Szene von vorhin und Props an alle, die es schon beim ersten Mal richtig gedeutet haben. Rachel fällt tatsächlich in die Tiefe, es ist aber eine ganz andere Person, die hier aufgespießt wird. Eric, wie wir nun wissen. Hätte ich diese Tafel nicht gefunden und falsch interpretiert, hätte ich 10 von 10 das Seil bei der erstbesten Gelegenheit durchgeschnitten und dadurch das Leben beider gerettet. Denn Rachel überlebt diesen Sturz tatsächlich, wie wir später herausfinden werden. Nun ja, damit wäre einer der 5 Charaktere schon mal raus aus der Gleichung. Weiter geht's. Und zwar mit Nick, Jason und Mervyn, die noch immer verfolgt werden und mich nun zu einer Entscheidung zwingen. Will ich Mervyns Wunsch erfüllen, ihn hier liegen zu lassen, da er sowieso dem Tode nahe ist und uns somit wenigstens noch etwas Zeit geben kann? Oder durch ihn verlangsamt weiter zu dritt nach einem Ausgang suchen? Meine Entscheidung steht. Ich lasse niemanden zurück. Auf keinen Fall. Die nächsten Szenen kurz zusammengefasst, wir erreichen eine riesige Tür, verschließen diese und parken Mervyn erstmal daneben und dann laufen wir drauf los. Erreichen eine große Halle, laufen einen weiteren Gang entlang, schaffen es durch das erfolgreiche Absolvieren weiterer Cuties nicht in die Luft gesprengt zu werden, gucken uns weiter um, hören eine ganze Ecke weiter weg einige Schreie und gehen das natürlich einmal auschecken. Wie, was mit Mervyn ist? Wer? Keine Ahnung. Ist den Charakteren sehr spontan sehr egal geworden. Ich lass niemanden zurück. Lüge. Lüge. Das hier ist so eine dieser Szenen, in der man sehr deutlich merkt, dass einige Entscheidungen teilweise doch nicht so ein großes Gewicht haben, wie man zunächst denkt. Ob wir Mervyn nun bewusst durch das Treffen einer Entscheidung selber zum Sterben zurücklassen oder uns das Spiel kurz danach einfach dazu zwingt, kommt am Ende nun mal aufs Gleiche raus. Salim, der zuvor ja von einem fallenden Fahrzeug gerettet wurde, ist nun wieder unser Fokus und jetzt macht das Spiel etwas, was ich nochmal näher beleuchten will. Da, kurz bevor wir die Kontrolle über Salim erhalten, sehen wir, wie die Hand, Fuß, Pfote, Flosse von dem Vieh hier sich bewegt. Auf der Suche nach einem Ausweg erhalten wir sogar die Option, die Bretter, die sich offensichtlicherweise über dem Getier befinden, wegzuräumen, was im Hinblick auf die soeben gezeigte Szene keine gute Idee ist. Hätte man da nicht aufgepasst, würde man das noch lebende Tier eventuell befreien. Das finde ich eine sehr geile Spielmechanik, die dich noch tiefer in diesem interaktiven Film eintauchen und dich noch mehr auf alle Details achten lässt. Also laufe ich rum, stolz auf mich, der Versuchung, das Tierchen auszubuddeln, widerstanden zu haben und finde heraus, dass es keinen anderen Weg gibt. Ehrlich jetzt? Spiel? Die einzige Option, die ich habe, ist es, das Brett vom Vieh wegzuräumen? Und selbst nachdem hier wenig überraschend die Klaue zum Vorschein kommt, zeigt mir das Spiel durch diese Pfeilsymbole weiterhin an, dass dies der einzige Weg der Progression ist? Wieso? Wäre das nicht wie beschrieben eine mega gute Möglichkeit gewesen, den Spieler zu belohnen oder zu bestrafen, je nachdem wie viel Aufmerksamkeit er eurem Machwerk geschenkt hat? Wieso ist das nur in Form von Quicktime-Events möglich? Wieso hast du mir überhaupt diese Bewegung gezeigt, wenn du mich anschließend doch sowieso damit überraschen willst, dass es noch lebt? Wäre diese Überraschung nicht viel effektiver, ohne diese Szene zuvor gesehen zu haben? Wieso durfte ich überhaupt einmal mit Salim auf und ablaufen, wenn es jedoch sowieso keine alternative Route gibt? I am confusion! Okay, einatmen, ausatmen, denn einige später
Meter schnappt sich Salim ein rostiges Rohr und mutiert damit zum absoluten Dämonenschreck. Noch schnell zum Herzen gezielt und zack dich, wir haben es erlegt. Tausende Kugeln oder gar ein herunterfallender LKW kann die Teile nicht stoppen, aber ein Flock ins Herz scheint zu genügen. Ich frage mich, was das für... Es sind Vampire. Also ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, aber für den Moment sind es einfach nur Vampire. Und direkt wieder tut das Spiel etwas, was ich aus Storytelling-Sicht heraus nicht so ganz verstehe. Salim erblickt einige US-Soldaten, die identitätslos und vorsichtig durch den Tempel wandern. Boah, ihr seid so tot. Vergangenheits-Yodarum soll Recht behalten, denn natürlich werden die von den Vampiren angegriffen und komplett zerlegt. Nur eine Frage bleibt. Warum das Ganze? Also ja, Motion-Capturing-mäßig ist das Debakel schön anzusehen, aber warum? Welchen Zweck erfüllt das? Das Spiel hat bereits immens viel Zeit investiert, uns klarzumachen, wie gefährlich diese Dinger sind und hat sie als Bedrohung durchweg sehr gut etabliert. Auch wenn Salim es gerade geschafft hat, eines zu erlegen, hat das jetzt zumindest für mich nicht die Gefahrenaura der Vampirwesen genügend gesenkt, als dass ich nochmal daran erinnert werden müsste. Hätte das nicht besser gegen Anfang, also direkt nachdem wir hinuntergefallen sind, oder besser gar nicht hier reingemusst? Wirkt irgendwie so, als hätte da wer eine coole Idee für eine Action-Szene gehabt, die dann unbedingt ins Spiel rein sollte. Aber was ich denke, ist ja nun auch nicht das Maß aller Dinge. Ich dachte als Kind auch, dass Treibsand ein deutlich größeres Problem darstellen wird, als es dann schlussendlich war. Wir sind wieder mit Lampeninneffizient-Benutzungsmann aka Nick und seinem Marine-Bruder Jason unterwegs und gehen diesen Schreien nach, die sich genauso wie die von Joey anhören. Was sehr merkwürdig ist, da der ja bereits bevor die Show hier unten begonnen hat, gestorben ist. Ich entdeckte noch eine Verbandstasche, was tatsächlich einer dieser random Gegenstände ist, die uns langfristig den Arsch retten können. Und dann trennt herabfallendes Gerümpel die beiden und wir versuchen aus Sicht von Nick wieder einen Weg zu Jason zu finden. Gefunden werden wir recht schnell und zwar von Salim, der uns vor den direkt vor uns herumgurkenden Vampirwesen warnt. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre... Dann halt doch einfach mal die Fresse, was hältst du denn davon? Wir entscheiden uns dafür, dem Teil gemeinsam den Gar auszumachen und schleichen, natürlich begleitet von Reaktionstest. Ja, mir ist soeben ein weiteres Wort dafür eingefallen. Zu ihm hin. Oh, meine Nase juckt. Oh, ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, ich wollte gerade kratzen. Nick lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und Salim tut, was Salim halt so tut. Salim versucht noch eine ernste Konversation mit Nick zu starten, der aber wie zwischen seinen Ohren direkt durchscheinen lässt, dass sowas bei ihm nicht drin ist. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? All around me are familiar faces. Schlussendlich kommen sie aber doch noch auf einen Nenner und wo packst du das Rohr hin, Salim? Hast du da eine geheime Halterung an deinem Rücken für? Keine Zeit für solch wichtigen Fragen, denn das Licht von Jason taucht an der Höhlenwand auf und verleitet Salim dazu, mal etwas Abstand zu nehmen. Er steht nun mit erhobener Waffe hinter uns, was für Jason, der hier gleich reinplatzen wird und in Anbetracht des auf der Oberfläche immer noch herrschenden Krieges, ein sehr falsches Bild abgeben könnte. Ich entscheide mich also dafür, Salim in Deckung zu schicken, damit Nick eventuell erstmal mit Jason reden und dann Salim dazuholen kann. Gut, Jason kommt, fragt mich nach dem toten Vieh am Boden und ohne überhaupt eingreifen zu dürfen, sagt Nick ihm, dass er es alleine gekillt hat. Er erwähnt mit keinem Wort Salim? Hä? Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, weiter stumm zu bleiben oder aber heftig zu reagieren und der Iraker, er ist hinter mir, zu rufen. Wäre es nicht das Logischste, Jason zu sagen, dass da ein Iraker ist, der ihm geholfen hat, Salim dann zu uns zu rufen und dann zu dritt mit einer erhöhten Überlebenschance weiterzuwandern? Nee? Ist das eine so abwegige Idee, dass mir das Spiel keinerlei Option lässt, die Situation anders zu regeln und unbedingt Salim als potenzielle Gefahr in Jasons Augen hinstellen will? Salim ist ohnehin schon weitergewandert. Wieso stand bei der ersten Auswahlmöglichkeit, dass ich ihn in Deckung schicke, wenn er sich eigentlich dadurch komplett verdünnisiert? Das Wort wegschicken hätte mir hier doch ein deutlich klareres Bild von der Tragweite meiner Entscheidung gegeben und da das Spiel von meinen Entscheidungen und deren Tragweite handelt, wäre es sehr schön gewesen, hier einen etwas akkurateren Wortlaut. Wir wandern als Jason, begleitet von Nick, nun in die Grabkammer hinein, die uns bereits aus dem Intro bekannt ist und finden hier liegend die Überreste von einem der Forscher mit einem Flock in der Brust. Sehr gut, dass ich das hier gefunden, sowie mich anschließend dafür entschieden habe, das Teil mitzunehmen. Hatte zuvor auch diese Vision hier gefunden, aus der ich mal rausinterpretiert habe, dass eine extra Nahkampfwaffe eventuell gar nicht so blöd ist. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt.
Was meinst du? Tja, was meinst du? Und ey, ich hab noch die Vision hier für dich, wo Rachel anscheinend an genau diesem Ort von Sprengstoff zerbombt wird. Na, also, für was würdest du dich entscheiden? Eine sehr, sehr coole und später noch wichtige Entscheidung, die wir hier treffen. Ich entschied mich für die Mitte. Meine Überlegung war, dass Rachel so eventuell die Stolperdrähte besser sieht. Andererseits scheint sie auch auf der Flucht zu sein, was sie eventuell eher dazu verleitet, genau durch die Mitte zu laufen. Naja, wir werden es später herausfinden. Wo wir gerade von Rachel sprechen, hier ist sie, hat den Sturz wie angedroht überlebt und findet sich nun in einem etwas übertrieben mit Blut gefüllten Grubenareal wieder. Und wie sagt man so schön, wer anderen eine Grube gräbt, braucht erstmal eine Baugenehmigung. Wir sind Deutsche und wir haben Recht. Natürlich ist Rachel nicht alleine hier. Es sich hier mal so richtig gut gehen lassen, tut ein Vampir. Wir können uns nicht umdrehen, sondern lediglich die Kamera nach hinten richten. Eigentlich doch die perfekte Möglichkeit, hier ein Vieh geschmeidig hinter uns herwackeln zu lassen. Wir als Spieler wüssten, was da kommt, Rachel jedoch nicht, wird aber eventuell langsam darauf aufmerksam und im richtigen Pacing könnte das eine extrem geile und spannende Sequenz sein. Und was soll ich sagen, sowas in der Art passiert dann auch tatsächlich noch. Wir sehen diese Blubberbläschen plötzlich hinter uns herwandern, doch direkt zu Beginn schon und immer wieder zwischendurch dreht sich Rachel aufgrund der Geräuschkulisse hinter ihr um. Bleibt aber ruhig. Als wäre das hier ein scheiß Entspannungsbad, latscht die in aller Seelenruhe weiter, hat sogar noch die Zeit, sich was durchzulesen und nimmt so diese eigentlich coolen und spannenden Szene so brutal das Momentum, dass es selbst für den Spieler, also mich, nur noch frustrierend ist. Enden tut die Show dann in einem Quicktime-Event-Massaker. Und hey, Clarice, was machst du denn hier? Yo, hat mich gefreut. Bis dahin, tschüss. Kurzer Cut zurück zu Jason und Nicke, die von einem verwandelten Joey angefallen werden. Aber wieso ist er denn jetzt so ein Zombie-Vampir-Ding? The plot thickens. Die Vampirwesen scheinen Menschen also auch irgendwie verwandeln zu können oder gar zu einem der ihren zu machen? Zuvor mitgenommener Flock und gemeisterte Zielübung sei Dank überleben wir dieses Attentat und ich schalte wieder zurück in die Höhle zu Rachel und Clarice. Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Hier ist es nicht sicher. Ich danke dir für dein Insight. Die irgendwie gar nicht mehr so gesund aussehende Clarice sagt Rachel, dass sie von einem der Vampire geschnappt und dann hier unten einfach liegen gelassen wurde. Und dann geht ein Hin und Her zwischen denen los. Holy! Egal wie viele beruhigende Antworten man wählt, man kann es einfach nicht stoppen. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Gut, dass du hier bist. Naja, Schätze, ich bin auch ganz froh. Du umgibst dich mit einer Mauer. Nein, nicht mal eine Mauer, eine Eiswand. Sag mal, Rachel, steckt dahinter überhaupt ein Mensch? Warum bitcht ihr euch denn jetzt wieder an? Hört doch einfach auf. Du bist echt knallhart. Ich glaube, mit der Zeit könnte ich dich vielleicht sogar mögen. Was ist jetzt? Mögt ihr euch wieder? Ich verstehe diese Dynamik nicht. Clarice geht es von Minute zu Minute schlechter und im Hinterkopf, dass sie sich jederzeit zu so einem Joey-Monster verwandeln könnte, verpflichte ich Rachel dazu, ehrlich zu ihr zu sein, als sie nach unserer Meinung zu ihrem Zustand fragt. Eine sehr richtige und wichtige Entscheidung, da sie nun beschließt, nicht mit uns mitzukommen, um uns nicht weiter in Gefahr zu bringen. Finde ich sehr gut, doch gleich dieser heroische und selbstlose Akt, die ungefragte Präsentation ihrer Kauleisten-Funktionalität vom Anfang aus? Eventuell, aber der Hass ist noch immer tief in mir verwurzelt. Während Jason und Nick um ein defektes Funkgerät herumstehen, mit dem sie eigentlich Hilfe anfordern wollten, kommt wer angestapft? Mervin! Hey, gerade wo ich einen technikversierten Typen brauche, kommt einer an. Na, wie schön. Dafür, dass er vorhin noch am seidenen Faden des Lebens hing und von uns sterbend irgendwo im Nirgendwo zurückgelassen wurde, scheint er echt gut drauf zu sein. Beobachtet wird das Dreiergespann von Salim, der ein freudiges Wiedersehen mit seinem Captain hat. Ihr wisst schon, der Terminator-Typ, auf den man nur mit Steinen werfen darf. Problematisch ist, dass der Captain, wie zum Ficke die auch immer, noch keinen einzigen Vampir hier unten gesehen hat und die Amerikaner noch immer für den Hauptfeind hält und sich auch von Salim nicht eines Besseren belehren lässt. Gemeinsam beobachten sie also diese wunderschöne und exakt gleiche Animation von Jason und Mervin. Mervin schafft es tatsächlich, das Funkgerät zu reparieren und wird vom Captain abgeschossen. Na, immerhin hat er den Zweck erfüllt, weswegen ihn das Spiel nochmal heraufbeschworen hat, I guess. Mitten im Schusswechsel gelingt es Nick noch, um Hilfe zu rufen, aber viel mehr ist dann auch nicht drin. Während ich ein bisschen getriggert davon bin, dass ich hier perfekt auf den Captain ziele, Nick sich dann aber dafür entscheidet, einfach jegliche Präzisionsübungen zu vergessen, macht er sich auf den Weg, den Iraker zu flankieren. Von der Actionmusik mitgerissen und begleitet von den knappesten aller knappen Cuties.
Wer ist das mit dem scheiß Soundmann? Rutscht er hier gut umher und bekommt den Captain vor die Lunte. Ich habe mich hier nicht bewusst dazu entschieden, nicht zu schießen, sondern es einfach nur nicht geschissen bekommen, abzudrücken. Aber hey, eventuell hilft es uns ja zukünftig noch, dass er am Leben ist. Eventuell war das genau die richtige Entscheidung, die alles zusammenfügt. Eventuell, nee, er stirbt gleich noch, ohne dass wir das beeinflussen können. Und guckt mal, wer sich wiedergefunden hat. Jason, Nick und Rachel sind nun also wieder vereint. Und ey, echt sehr nice Animation zum Waffe übergeben. Also das musste absolut nicht sein und das ist auch voll das kleine Detail. Hat mir aber, vor allem weil es zum Charakter von Jason passt, echt sehr gut gefallen. Nicht gut gefallen hat mir dann wiederum, dass das Brett einfach mal für ein paar Frames verschwindet. Wollen wir aber mal nicht zu kleinlich sein, denn verschwinden tut das Brett so oder so, nachdem eine Schar an Vampirviechern durch die Tür bricht. Wir rennen also drauf los, Rachel voran, und zwar genau dorthin, wo wir die Sprengfallen platziert haben. Na, wird sie draufgehen oder nicht? Tja, das liegt tatsächlich in unserer Hand. Also ich persönlich finde das hier eine der raffiniertesten und am besten designten Entscheidungen im ganzen Spiel. Nicht nur lässt es uns beim Anbringen der Sprengladungen grübeln, was wohl der beste Ort wäre, und packt im Hinblick auf eine eventuelle zuvor gefundene Vision noch eine Schippe der Wichtigkeit obendrauf. Nein, letztendlich sind wir keinen Mutmaßungen untergeben, müssen keine vom Spiel prophezeiten Ereignisse deuten oder zum RNG-Gott beten. Nee, am Ende liegt es komplett in unserer Hand, ob wir uns daran erinnern, wo wir die Sprengladungen platziert haben, was echtzeitmäßig einige Stunden zurückliegt. Und das alles auch noch in einer so perfekt inszenierten Situation, wo die Handlungen aller Charaktere Sinn ergeben und zusammenlaufen. Mann, also das war einfach mit einer der besten Stellen im gesamten Spiel. Ich sag's wie es ist. Demin! Bleibt an der Wand! Auf mehreren Ebenen begeistert. Schade nur, dass eine solche Qualität nicht häufiger durchscheint und das Spiel sich oftmals eher Richtung mittelmäßig eintrudelt. Also zumindest was solche Entscheidungen angeht. Wir treffen nun auch auf Salim und den Captain, haben noch ein kleines romantisches Standoff. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Doch die immer lauter werdenden Geräusche der Kreaturen lassen uns dann doch noch ein spontanes Bündnis schließen. Der Feind des Feindes ist unser Freund! Oh hey, das habe ich schon mal gehört. Der Feind meines Feindes ist Lüge. Ja, nice und so, aber wollt ihr euch nicht etwas beeilen? Gerade seid ihr noch um euer Leben gerannt und jetzt schlendert ihr gemächlich weiter? Die Charaktere reagieren mit ihren Gesichtern meistens recht akkurat auf die Geräuschkulisse, schaffen es dann aber nicht, ihren Körper dieselbe Energie zu vermitteln. Das entschleunigt das Ganze immer wieder extrem und abrupt und ist auch einfach als Spieler super verwirrend. Doch auch die Vampire wechseln ihr Jagdtempo häufiger als ein Chamäleon seine Blickrichtung, denn die sind auf einmal auch wieder ganz gemächlich unterwegs. Also bis sie es dann halt wieder nicht mehr sind. Ja! Ein Kampf bricht los und ich spule euch das mal vor, um euch zu zeigen, wie lange der geht, ohne dass ich irgendetwas machen darf. Aber in dem Wissen, dass jederzeit ein Quicktime-Event kommen könnte, das beim Verpassen oder Ausführen fatale Folgen haben könnte, bleibt man halt komplett am Bildschirm kleben und die zweite dadurch entstandene Krampfader in meiner Hand nenne ich definitiv. Und guck mal, wer ebenfalls angestapft kommt. Der Vampir gewordene General aus dem Intro. Fun Fact, hätte man sich zu Beginn dafür entschieden, gemeinsam zu kämpfen, würde hier jetzt eine Vampir-Version von Kurum angewackelt kommen. Ist ein nettes Detail, was aber zugegeben fürs Spielgeschehen und für den Spieler komplett egal ist und keinen Unterschied macht. Nett ist es trotzdem irgendwie. Der Überlebenskampf geht weiter und lässt mich nun tatsächlich mal mitentscheiden. Neben ein, zwei eher einfachen Zielen-Events kommt dann aber auch eines an, das mal wieder richtig gut umgesetzt wurde. Rachel wird von einem Vampir angefallen, aber auch auf Salim scheint einer zuzuhüpfen. Wir haben plötzlich nur wenige Sekunden Zeit, uns dafür zu entscheiden, Rachel oder uns selber, also Salim, zu retten. Ich entscheide mich dafür, Rachel schon mal als tot abzustempeln und lieber meine noch aufrecht stehende Haut zu retten. Was, denke ich, auch ganz gut ist, da Salim nun in der Lage ist, Nick aus der Gefahrenzone zu zerren. Puh, hatte schon Sorge, den lieben Nick zu verlieren. Okay, ciao Nick. Überlebt haben dieses Massaker, zumindest so wie es aktuell aussieht, nur Salim und Jason. Und da ich Salim dazu zwinge, sich zu ergeben, kommen die beiden auch ohne sich gegenseitig an den Hals zu fallen erstmal miteinander aus. Allzu lange bleiben wir aber nicht alleine, denn ein Vampir leistet uns Gesellschaft und hilft uns sogar dabei, eine Tür zu öffnen. Wie nett von ihm. Als Dank schenkt Jason ihm einige energetische Messerstiche in den Allerwertesten. Tolle Szene.
könnte ich mir immer wieder und wieder angucken und mir dabei einen zurechtschmunzeln. Saleen beendet unseren Spaß mit seinem Signature-Move, spießt dabei aber Jason um ein Haar fast mit auf. Begleitet von Wassertexturen, die eher wie ein Riss in der Dimension aussehen, erkunden Saleen und Jason weiter die immer tiefer werdenden Höhlen unter dem Tempel und haben dabei ein paar sehr tiefe Talks. Ihr müsst dazu wissen, dass vor kurzem eine Zivilistin durch Jasons Befehle umgekommen ist, weil er eine Situation falsch eingeschätzt hat. In einem vergangenen Gespräch mit Nick, in dem ich einige Entscheidungen zu treffen hatte und dadurch Jasons Art zu reagieren beeinflussen konnte, sagt er folgendes. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Und jetzt droppt er aber das hier. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Das Spiel schreibt Charakterentwicklung so groß, es ist teilweise überlebenswichtig, ob die Charaktere durch die Entscheidungen des Spielers an Mitgefühl gewonnen haben oder an der richtigen Stelle ehrlich waren, damit sie sich später weiterhin richtig entscheiden können und beispielsweise ihren Mitmenschen zur Hilfe eilen. Und all diese Entwicklung wird bei solchen Stellen dann plötzlich wieder über einen Haufen geworfen, weil nur diese eine Szene gedreht und vertont wurde? Ganz gleich, wie man die Eigenschaften von Jason im Verlauf des Spiels beeinflusst hat? Schade. Es ist nur ein kleiner Kritikpunkt, weil es an vielen Stellen echt gut funktioniert, sowohl bei bemerkbaren als auch bei subtileren Dingen. Aber es wird trotzdem so unnötig an solchen Stellen mit dem Arsch eingerissen, was zuvor mit den Händen errichtet wurde. Ach ja, und wir fahren gerade hinab in die Tiefen und Tiefen, in der Hoffnung, den Ursprung dieser Vampirwesen zu finden. Und ja, kein Plan, dann gucken wir mal weiter, wa? Nick lebt! Let's go! Rachel lebt auch! Let's doppelt go! Also wirklich, let's go, Leute, rennt um euer scheiß Leben! Das Spiel hatte, wie wir alle mittlerweile wohl auch, vergessen, dass es ja diese Herzschlagmechanik gibt und so zwang es mich nochmal dort hinein. Ist im Grunde ja ein recht einfaches Quicktime-Event, auch wenn ich die ganze Zeit Angst davor hatte, dass sich hier die zu drückende Maustaste ändert, weil es ganz ruhig wird. Was ist das ganz ruhig? Spiel, ich brauche Antworten! In diesem Event bekomme ich aber keine, die Taste zum Reindrücken bleibt unverändert und der Vampir-General verpieselt sich wieder. Und kein Witz, keine 10 Sekunden nachdem der Dude aus der Tür raus ist, wird in einer Lautstärke losgelabert, als würden die im Club gerade Getränke bestellen. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Dann bleib dicht bei mir, Marine. Ich gehe nirgendwo hin. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um Körperflüssigkeiten auszutauschen, Leute. Wir folgen nun den Spuren von Jason und Salim Richtung Untergrund. Apropos Jason und Salim, die beiden sind mittlerweile im Zentrum des Untergrunds angekommen. Dort, wo die Vampire hinausgekrabbelt kommen, dort, wo all der Schreck seinen Ursprung hat. Und was wir dort erblicken, sieht anders aus als alles, was wir bisher gesehen haben. Es sind definitiv keine natürlichen Steinformationen, so viel ist sicher, aber es sieht auch nicht wirklich menschlich aus. Oh ja, ihr wisst es doch schon. Aliens. Nicht nur erblicken wir kokonartige Formen der Vampirwesen, nee, in einer Art Ältestenrat sitzen hier einige sehr leblos aussehende Vampir... Ich sag jetzt Aliens, okay? Sehr leblos aussehende Aliens rum. Eine Art Beratungsraum? Eine Art Schiff? Salim, sieh mal hier. Klingt wie Musik. Ein Instrument, ein Kommunikationsmittel. So good and tasty. Und dann sehen wir das hier. Na, erkennt den noch wer? Das ist Kurum aus dem Intro. Irgendwie einigermaßen lebendig? Ja, definitiv in irgendeiner Form noch lebendig. Die goldgelb-cremige Flüssigkeit, die seinen halben Körper eindeckt und irgendwie zu konservieren scheint, suppt aus einem aufgebrochenen Kokon raus, an dessen Fuße Kurum liegt. Was nahelegt, dass die Aliens innerhalb ihrer Kokons ebenfalls in einer solchen Flüssigkeit eingehüllt und somit einigermaßen unsterblich sind und nur auf den richtigen Moment warten, herauszubrechen, wie durch Tumulte in der Nähe und oder dem Geruch von Blut. Man kann später sogar das Leben eines Charakters retten, indem man ihn in diese Flüssigkeit einhüllt, also sofern man zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen trifft. Ohne irgendetwas dagegen tun zu können, geht Salim seinem neu gefundenen Hobby nach und beendet die ewig währende 50%ige Existenz von Kurum. Ich finde es etwas schade, dass ich hier als Spieler nicht mitentscheiden durfte. Sein einziges Argument war, ja, so kann er ja hier nicht liegen bleiben und dann matscht er einfach drauf los. So, warum darf ich nicht mitentscheiden, hä? Ja gut, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich genauso gehandelt. Aber wenigstens dafür entschieden hätte ich mich gern. Aber kommen wir zum Casus Knactus dieser Aliens. Denn wir finden einen Schädel, der überraschenderweise keine vampirigen Zähne hat. Es scheint also fast so, als seien diese Aliens gar nicht immer so blutsaugende Monster gewesen, sondern wurden infiziert oder durch die neuen Lebensumstände
dazu gezwungen, sich entsprechend anzupassen? Jetzt kann ich es auch eigentlich sagen, diese Wesen sind vor etlichen Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen, keine Ahnung wann, auf die Erde geknallt und haben dort irgendwie versucht zu überleben. Alien-Vampire. Man hätte nicht gedacht, dass es mal jemand schafft, das sinnvoll und irgendwie interessant umzusetzen. Das Volk, welches wir aus dem Intro kennen, hatte diese Einsturzstelle als Tor zur Hölle deklariert und ihren Tempel draufgesetzt. Die ganze Story geht dann noch etwas tiefer, wie verschiedene Kulturen diese Wesen gefunden und dann ihnen Opfer dargeboten haben und überhaupt. Aber wenn ich da jetzt noch im Detail drauf eingehe, würde es den Rahmen dieses ohnehin schon viel zu langen Videos sprengen. Allzu spannend ist die Hintergrundgeschichte aber wirklich nicht. Neue Herangehensweisen an Geschichten von uralten Aliens und deren Einfluss auf die Kultur der damaligen Zeit wird ja auch nicht gewagt. Es ist nett, macht Sinn, ist schlüssig und gibt dem Spiel diesen Hauch an Storytiefe, der mir wirklich gut gefällt und die ganzen Erlebnisse sehr gut zusammenbündelt, ohne jetzt viele Fragen offen zu lassen. Gleichzeitig aber auch keine spannenden Ansichten oder Theorien zulässt, die ich jetzt hier mit euch debattieren könnte. Die Forscher, die das hier entdeckt haben und dessen Equipment wir ja auch überall finden, haben sich dafür entschieden, den ganzen Tempel in die Luft zu sprengen, um alles hier zu begraben. Wurden aber von einem anderen Forscher sabotiert, der das alles lieber weiter erforschen wollte, und dann ist er auch drauf gegangen. Ja, also so viel dazu. Kurzer Exkurs noch in Richtung dieser Mensch-Vampir-Wesen, denn hier ist es wichtig zu wissen, dass die Aliens selber eine Art Parasiten angeschleppt haben, der eventuell der Grund für den Untergang dieser hochintelligenten Spezies war. Der Parasit scheint irgendwie übertragbar zu sein und nach kurzer Zeit vampirische Züge bei seinem Wirt auszulösen und ihn im gewissen Maße zu kontrollieren oder zumindest seine ursprüngliche Persönlichkeit zu überschreiben, wie wir es bei Joey und Balatu gesehen haben. Den Aliens ist also voraussichtlich dasselbe Schicksal zuteil geworden. Komplett übernommen von den Parasiten sehen wir nun nur noch blutrünstige Monster. Wo genau der Parasit herkommt und wann er die Aliens infiziert hat, ist nicht bekannt. Es könnte sein, dass die Aliens, am Rande der eigenen Vernichtung stehend, dem Parasiten entfliehen wollten und eine Hail Mary Mission gen Erde gestartet haben. Da das Schiff brennend hinabfällt, scheint zumindest irgendwas nicht ganz nach Plan gelaufen zu sein, also sofern es überhaupt einen gab. Ob aber wirklich die gesamte Rasse oder nur dieses eine Schiff infiziert war, ist unklar. Zwar halte ich diese Erklärung für das Sinnvollste, aber eventuell gibt es diese Rasse ja noch da draußen und das ausgesendete Schifflein war nur eine Art Erkundungstrupp oder wurde auf Grund der Infektion verstoßen. Ich nix wissen diese. Ich hatte ganz zu Beginn mal gesagt, dass man beim Rumlaufen nie auf irgendetwas achten muss, bis auf eine Stelle. Willkommen bei der einen Stelle. Da mich das Spiel stundenlang darauf konditioniert hat, wie ein Elefant umherzutrampeln, um keine wichtigen Gegenstände zu übersehen, tat ich hier genau das. Und bin direkt mal auf so eine Leuchtepflanze getreten, was alle Alien-Vampire um uns herum aufgeweckt hat. Das geleitet uns natürlich direkt rein in einige Quicktime-Events. Doch bevor es hier noch schlimmer wird, erscheinen Rachel und Nick und geben uns ein wenig Feuerschutz. Nett und so, aber Kugeln haben bislang keinen sonderlichen Schaden angerichtet, also ist die Gefahr wohl weiterhin nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wie dieser eine Kleiderhaufen, der zwischen Bettstuhl und Boden seit Monaten bei dir umherzirkuliert. Ich weiß davon, räum ihn weg! Kurze Weglaufsequenz später finden sich alle meine vier noch lebenden Charaktere in der Sternenkammer wieder ein. Ein merkwürdiger Raum des Alienschiffes mit einem noch merkwürdigeren Gerät in seiner Mitte, kommen wir aber gleich noch zu. Zunächst darf Nick sich mit dem Verbandskasten verarzen, den wir irgendwann im Laufe des Spiels random auf dem Boden rumliegen gefunden haben, was ihn weiterhin munter und am Leben hält. Professor Dr. Salim hat ein Buch der Forscherin Mary gefunden und macht sich sofort mal daran, uns zu erklären, was denn hier abgeht. Es singt. What are you thinking about? Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Wir matschen mit ihm ein bisschen auf dem Moos des Gerätes in der Mitte des Raumes rum, was zu weiteren Erkenntnissen führt. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Genug der schönen und wissenschaftlichen Momente, Rachel fällt auf die Knie, ihr Kopf pocht und die Hautfarbe verändert sich und wir alle wissen, was da los ist. Sie wurde genauso wie Clarice und Joey infiziert. Ich habe absolut keinen Bock auf einen Vampir in meinen Reihen und befehlige Jason, sie zu erschießen. Also eigentlich befehlige ich nicht Jason, Rachel zu erschießen, sondern rede aus Sicht von Rachel und kann mich aus ihrer Sicht heraus entscheiden, ob ich erschossen werden will oder nicht, was eine sehr interessante Herangehensweise an diese Entscheidung ist. Und das Ganze nochmal so emotional etwas komplexer macht, finde ich gut, ist hat mir gefallen. Doch, doch, doch. So ein bisschen hatte ich dabei noch mit einem möglichen Ausweg gerechnet, dass er daneben schießt oder sich irgendwas anderes ergibt. Hey, sie ist tot. RIP. Richtig wäre es gewesen, sie nicht zu erschießen. Also, ja, wer hätte das gedacht? Und sie zum Stoppen des Verwandlungsprozesses dann in diese Konservierungsflüssigkeit in einen der aufgebrochenen Kokons zu legen. Später könnte man ihren Parasiten dann noch mit UV-Licht den Gar ausmachen. Ja, upsi. Und wer kommt denn jetzt da an, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen? Salim. Der hat einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt, andere Leute mit seinem Rohr abzuhalten. Stechen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Unsere Augen fallen auf eine Art Nest. Tausende Kokons sind hier zu finden. Wie regelt man so eine Situation? Dynamit.
Also wirklich, nickt sie in einer Art Selbstmordkommando los, um möglichst viel Sprengstoff möglichst tief in deren Mitte zu platzieren. Wir schlüpfen in die Rolle von Salim, der mittels Fernglas nach Gefahren Ausschau hält. Eine Gefahr gefunden, warnen wir Nick per Funk und mit einer sehr nice inszenierten Kamerafahrt wechseln wir zu Nick und müssen nun aus seiner Sicht die Dinge lösen, die da kommen mögen. Erste Ladung platziert. Over. Ich weiß gar nicht, wieso mir dieser Wechsel der Charaktere so gut gefällt. Liegt es an der epischen Inszenierung, der musikalischen Untermalung? Oder geht mir einfach nur einer auf die Slow-Motion-Effekte ab? Ringsherum kreucht und fleucht es, während wir die Sprengladungen anbringen. Und dann haben wir noch eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Gehen wir tiefer rein und jagen das Hauptnest hoch in dem Wissen, dass wir das nicht überleben? Oder ziehen wir uns mit der letzten Chance, das hier zu überstehen, zurück? Alles oder nichts, würde ich mal sagen. Wir sind schon so weit gekommen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hunderte Aliens kommen angeflogen, während Nick direkt unter ihnen mit dem Verbomben beschäftigt ist. Auch der Typ schwingt seine Schlappen nochmal in Richtung Action und in aller Seelenruhe zündet Nick die Leuchtrakete, was für Jason das Zeichen zum Drücken des Fernzünders ist. Ich will nochmal kurz diesen unfassbar schönen Stöhner, der Nicks Lungen hier entweicht, zur Schau stellen. Ich meine, schade, RIP Nick, Zeit zu gehen, oder? Zeit zu gehen. Sag ich ja, das kann Nick nicht überlebt haben. Keine Chance, dass der in einem Stück noch darum liegt. Der ist absolut hundertprozentig tot und er hat überlebt. Bin nur kurz weggenickt, verstehst du? Mit schwerer Stimme funken wir unsere Freunde an und kaum in der Lage, uns zu bewegen, kommt Balatu an. Klar, der hat auch überlebt, super. Zu schwach, um unsere Waffe überhaupt zu heben, sind wir ihm jedoch wehrlos ausgeliefert. Nur mein beherztes Maustastengespamme hält uns noch am Leben und Nick kann wirklich froh sein, dass Salim wieder auf Aufspießungsentzug ist. Und jetzt rennen wir los. Warte, Nick, du konntest gerade kaum sprechen, geschweige denn eine Waffe halten. Wie schaffst du es denn jetzt, umherzusprinten? Und jetzt kommt mir nicht mit Adrenalin. Davon kann eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr übrig sein. Salim kennt bei unserer Flucht noch eine Abkürzung und macht sich einmal in eine komplett andere Richtung auf. Okay, Zeit, ein Held zu sein, Jason. Was meinst du? Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Freut mich. Also echt jetzt, denn was jetzt folgt, ist eine der sich wohl am geilsten anfühlenden Gameplay-Szenen des gesamten Spiels. Ja, doch, nach mehrfachem Betrachten glaube ich, mir geht einfach einer auf die Slow-Motion-Effekte ab. Jason! So drüber das auch ist, es ist super spannend gestaltet und macht einfach Bock. Man fühlt sich hier wie selten in diesem interaktiven Film mal so richtig drin im Geschehen, ist richtig dabei und beeinflusst jede Handlung. Das war anstrengend, nervenaufreibend, aber durchaus ein würdiges Finale. Die Vampirgestalt von Clarice besucht uns auch nochmal kurz, ist alles in allem aber kein wirklich großes Problem gewesen. Was aber ein Problem ist, ist der nun um uns rum einstürzende Tempel. Oh nee, warte, ist doch kein Problem, da wir einfach einen Enterhaken Richtung Sonnenlicht werfen und rauskommen? Was? Hätten wir das nicht, ich weiß nicht, vor 5 Stunden schon machen können? Während sich unsere 3 verbleibenden Helden aus dem Abgrund hinaufziehen und glücklich über ihr Leben herumoxidieren, verdunkelt sich auf einmal der Himmel. Oh nein. Uh-oh. Schnell rein ins Haus und die Fenster verrammeln. Leute, einen Tisch ans Fenster zu lehnen ist jetzt eher weniger hilfreich. Aber okay, wenn es euch ein gutes Gefühl gibt, dann macht ruhig. Ruhig bin ich auch, dass Salim sein Rohr am Start hat. Und solange er das in den Griffel hält, kann uns eigentlich nichts passieren. Ich meine, guckt euch den Maniac doch mal an.
Und in der nächsten Szene hat er nur noch ein Messer und eine Leuchtfackel in der Hand. Hä? Du legst die Waffe, nein, die einzige Waffe, die bislang Erfolg beim Eliminieren dieser Viecher verzeichnen konnte, einfach weg? Was ist denn Salim oder sein Rohr? Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder. Das klingt falsch. Lenken wir euch mal ab mit der im Hintergrund gezeigten Aktion, die nun tatsächlich das Finale darstellt. Jeder einzelne überlebende Charakter muss einmal um sein Leben kämpfen. Und wenn man ein, zwei zu viele Quicktime-Events verpasst, kann hier tatsächlich auch jeder einzelne von ihnen noch sterben. Doch ich halte lang genug durch, sodass die Sonne den Viechern den Rest geben kann. Alle drei verbliebenen Menschlein überleben diesen Angriff und da ist sie endlich, die angefunkte Hilfe. Puh. Ich will hier auch gar nicht in die möglichen Enden eintauchen, weil jeder von euch einfach House of Ashes Endings in die Suchmaschine seines Vertrauens eingeben kann, sofern er daran Interesse hat. House of Ashes hat mir, auch wenn ich immer mal wieder sehr kritisch und kleinlich wurde, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Mein Enthusiasmus und meine Leidenschaft für dieses Spiel ist im Hinblick auf die Länge dieses Videos, denke ich, recht offensichtlich. Natürlich hat House of Ashes Fehler, Ecken, Kanten, merkwürdige Segmente und Mechaniken, aber alles in allem war das einer der besten interaktiven Filme, die ich je spielen durfte. Ich würde mich riesig über einen Kommentar freuen. Ich bin regelmäßig live auf Twitch, schaut doch gerne mal vorbei, geht eine Runde Honkai Star Rail spielen, Link in der Beschreibung, gehabt euch wohl und bis dahin, tschüss.